Inga, wie hast du eigentlich zum Thema New Work gefunden? Also ich bin von Hause aus eigentlich Wirtschaftsjournalistin. Also die, die mich kennen, wissen das wahrscheinlich. Und habe angefangen, mich als Journalistin mit den Themen zu beschäftigen und bin dann irgendwie so in diesen Bereich neue Arbeit reingerutscht. Habe dann irgendwann angefangen, mit Unternehmen dazu zu arbeiten. Und das alles hat dazu geführt, dass ich heute hier stehen darf. Super spannend. Ich beschäftige mich, hatte ich ja auch schon erwähnt, ich beschäftige mich ja berufsbedingt auch mit dem Thema Lernkultur und wie wir eine Lernkultur vorantreiben. Was genau verbirgt sich hinter der Accelerate Academy? An wen richtet sich euer Angebot? Also ich habe, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich festgestellt, dass es erstmal darum geht, rauszufinden, was ist neue Arbeit überhaupt? Und das ist tatsächlich dadurch, dass es so ein weites Feld ist, ist es gar nicht so klar. Und so wie ich arbeite, biete ich halt eine bestimmte Definition von neuer Arbeit an. Und ich merke aber, dass es immer wieder auch Teil meiner Arbeit und des Prozesses sozusagen ist, sich auch damit auseinanderzusetzen, was ist das denn überhaupt? Und was ist die Vorstellung von neuer Arbeit, mit der wir in diese Prozesse reingehen? Und das Thema neues Lernen ist für mich dann dazu gekommen, als ich in die Umsetzung gegangen bin mit den Unternehmen und festgestellt habe, es geht gar nicht unbedingt nur darum zu verstehen, was neue Arbeit ist, sondern eigentlich geht es darum zu gucken, wie können wir denn das Wissen, das wir in Zukunft brauchen in den Organisationen, wie können wir das heute schon irgendwie nicht reinbringen, weil wir wissen ja noch gar nicht, was wir in Zukunft wissen müssen oder wissen sollten, sondern tatsächlich, wie können wir die Unternehmen so aufstellen, dass dann, wenn das Wissen halt notwendig ist, wenn sie es brauchen, dass es dann halt irgendwie entweder da ist oder halt, dass die Leute in so einem konstanten Lernduktus halt irgendwie drin sind. Und deswegen ist für mich neue Arbeit und neues Lernen ganz eng miteinander verknüpft. Super. Und eine Frage, die ich heute allen Gästen stellen werde, ist zum Thema persönliches Lernen. Was hast du zuletzt Neues gelernt? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil ich eigentlich festgestellt habe, wenn ich so zurückschaue auf die vergangenen, also ich würde jetzt mal das Studium rausnehmen, weil da lernt man ja eh, aber ich habe eigentlich seit dem Studium auch nicht mehr aufgehört zu lernen. Und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, dass das eine Sache ist, die mir unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, dass ich damit auch ein Stück weit so ein bisschen versuche nachzuzeichnen, was es eigentlich braucht in der Arbeitswelt der Zukunft. Und womit ich mich gerade sehr stark auseinandersetze, ist, da habe ich schon letztes Jahr mit angefangen, also es hat mit Corona nicht unbedingt was zu tun, aber das hat es natürlich beschleunigt. Tatsächlich die Frage, wie können denn ortsunabhängige digitale Lernformate aussehen? Super spannend. Gut, dann übergebe ich einfach an dich. Dankeschön. Gut, also, Mohan hat es gerade schon gesagt, organisationale Gewohnheiten verstehen und für den Wandel in Unternehmen einsetzen. Darum soll es heute gehen. Wir haben es damals, als wir angefangen haben, über diese Session zu sprechen, haben wir es New Work Masterclass genannt, weil eigentlich war natürlich die Idee, dass wir miteinander in die Zusammenarbeit kommen. Ich habe die Session dann, je nachdem, wie sich halt die Situation entwickelt hat, immer wieder umgestrickt. Was ich heute gerne mit euch machen würde, ist, dass ich versuchen würde, dass wir natürlich den räumlichen Abstand zueinander wahren, aber ich würde mir wünschen, dass wir trotzdem so innerlich so ein bisschen zusammenrücken und in den Austausch kommen. Also insofern tatsächlich, das soll kein Vortrag sein, den ich hier halte, sondern wirklich, lasst es uns versuchen, da in den Austausch zu kommen und immer mal wieder zu gucken, irgendwie, ne, wo entstehen Resonanzen bei euch, was denkt ihr dazu, vielleicht auch Fragen, dass wir das miteinander erarbeiten. Was ich heute vorhabe mit euch ist, also ich habe angefangen, mich mit dem Thema Gewohnheiten, so richtig, dass ich es Gewohnheiten, also Habits genannt habe, habe ich angefangen, mich Anfang des Jahres zu beschäftigen. Ich bin Anfang des Jahres, als man noch reisen konnte, bin ich im Ausland gewesen und bin am Flughafen auf ein Buch gestoßen, das ich heute immer wieder erwähnen werde. Und zwar heißt es Tiny Habits von BJ Fogg. Und habe dadurch angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und bin dann auch irgendwann auf zwei andere Autoren gestoßen. Es sind drei Männer, muss ich dazu sagen. Und also ihr habt die Möglichkeit, euch diese Literaturempfehlungen zuschicken zu lassen. Das sage ich euch ganz am Ende. Also wenn ihr die Namen nicht versteht oder so, kein Problem. Und ich habe festgestellt, dass es bei Gewohnheiten, also Habits, tatsächlich darum geht, was ist denn eigentlich mit mir als Individuum natürlich? Ja, da kann man dann irgendwie reingehen und sagen, was sind denn meine individuellen Ziele? Aber wir können das eben auch übertragen auf eine Organisation, weil Organisationen natürlich Orte sind, an denen Menschen agieren und miteinander agieren. Also quasi so Summen, eine Organisation als Summe dessen, was die Menschen dort miteinander tun.
Ich würde gerne noch, also Mohan hat mich ja schon vorgestellt, deswegen nur ganz kurz. Also wie gesagt, Kulturwandel, neue Arbeit, moderne Führung, das ist das, womit ich mich beschäftige. Bin eigentlich Wirtschaftsjournalistin, habe dann irgendwann die Accelerate Academy gegründet, eine Plattform für neue Arbeit und für neues Lernen, wo wir eben verschiedene Dinge tun. Es gibt ein Magazin über neue Arbeit. Wir machen Veranstaltungen in ganz Deutschland, also unter normalen Umständen. Wir machen seit anderthalb Jahren jetzt auch schon den digitalen New Work Salon. Das ist ein monatliches Format, das wir machen. Und wir experimentieren eben ganz konkret auch mit Formaten rum von neuem Lernen. Ja? Und momentan natürlich auch ganz stark digitale Formate, wobei wir das tatsächlich auch schon gemacht haben, bevor Corona kam. Weil ich glaube, dass diese Formate, wie wir sie kennen, dass wir an solchen Orten zusammenkommen, das ist halt eine Sache, wie man miteinander lernen kann, aber es erschöpft sich eben nicht darin. Gut, ich würde tatsächlich auch zuallererst die Frage an euch stellen und würde ganz gerne Mohanna auch bitten, mir da unter die Arme zu greifen. Und zwar würde ich tatsächlich gerne mal mit euch sammeln, was wir unter Kultur einer Organisation überhaupt verstehen können. Was ist das für euch? Also sind es, lasst uns Beschreibungen sammeln oder Merkmale, vielleicht Adjektive, was auch immer. Also wenn ihr den Begriff oder das Konzept Kultur nachdenkt in einer Organisation, was kommt euch da in den Sinn? Wie würdet ihr das erklären, beschreiben? Ja. Hast du? Ich schreibe mit. Verhalten, okay. Verhalten vor allem, wie sich Menschen miteinander begegnen? Okay, dankeschön. Das habe ich akustisch. Kommunikation, okay. Kommunikation als Teil von Verhalten, aber natürlich auch die Frage, wie reden wir miteinander, wie sprechen wir miteinander? Ja. Werte, sehr spannend. Soll ich die einfach mal anpappen? Okay, also Kultur ist Verhalten, Kommunikation, Werte, ja. Genau, nonverbale Kommunikation, aber natürlich auch die Frage, wenn ich das ergänzen darf, Kommunikation ist ja auch, welche Kommunikationskanäle stehen uns denn überhaupt zur Verfügung in einer Organisation? Ja, also in auch Richtungen zum Beispiel. Ja, also kommt Kommunikation oder Information, kommen die eher von, in Anführungszeichen, oben? Ja, oder gibt es auch querlaufende Kommunikationskanäle? Ja. Ich finde auch, sind in solchen Prozessen und Strukturen eines Unternehmens sichtbar, wie die Kultur ist. Prozesse und Strukturen, okay, ja. Ja, tatsächlich die Frage, ich ergänze das einfach mal so, ich denke jetzt mal laut, also Prozesse und Strukturen tatsächlich haben wir, erstmal die Frage danach, meiner Meinung nach, haben wir überhaupt konkrete Prozesse? Also wie transparent sind die? Sind die irgendwo niedergelegt? Das haben wir gemerkt, als die Leute jetzt alle ins Homeoffice gegangen sind. Habe ich irgendwas ausgemacht? Als die Leute jetzt alle ins Homeoffice gegangen sind, da haben wir gemerkt, dass halt ganz viele Sachen plötzlich nicht mehr funktioniert haben, wenn wir uns nicht gegenüber gesessen haben. Und das lag vor allem daran, Dankeschön. Und das lag vor allem daran, dass halt ganz viele von diesen Prozessen überhaupt nicht klar waren. Ja? Ja. Transparenz, ja. Ist ein Teil von Kommunikation, aber natürlich auch, wie transparent wird kommuniziert. Genau. Diana. Ja. Und tatsächlich auch die Frage natürlich, ja, also diese Werte, woher kommen die? Also sind die irgendwie definiert? Ja, gab es da irgendwo eine Führungskräftesitzung oder so? Und dann haben die gesagt, okay, das sind unsere Werte und dann hängen wir die uns irgendwie über den Kopierer. Ja, oder woher kommen diese Werte? Ja. Echtheit. Mhm. Genau, Echtheit, also ich wiederhole nochmal alles für die Leute im Stream. Genau, Echtheit, also tatsächlich auch die Frage, ne, wie ehrlich ist das, was wir hier machen? Papier ist geduldig, wie wir wissen. Ja. Okay, Richtschnur, genau, also nicht nur die Frage, Kultur ist nicht nur das, was wir jetzt gerade machen, sondern Kultur ist auch das, was wir halt irgendwie in Zukunft machen und wie das, was wir momentan haben, wie das halt irgendwie unser Handeln, unser organisationales Handeln in Zukunft, vielleicht auch die Produkte, die wir entwickeln, ja, wie das halt irgendwie beeinflusst. Ja. Aufgabenverteilung und Entscheidungsfindung. Genau. Also welche Aufgaben sind überhaupt da? Auch die Frage danach, ne, wie transparent werden neue Aufgaben auch vergeben? Genau, wunderbar, vielen Dank. Gibt es weitere Gedanken dazu?
Dankeschön, Mohanna. Gut. Ich würde gerne, genau, das ist jetzt hier irgendwie, das seht ihr schon, aber das ist eine meiner Definitionen, mit denen ich arbeite, wo wir eben all diese Punkte wiederfinden auch. Ich lese es mal ganz kurz vor. Also für mich ist, und das ist ganz, ganz wichtig für mich, Kultur ist geronnene Erfahrung. Ich habe es zum Glück nochmal hier. Das heißt, Kultur ist all das, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir jetzt gerade tun und was wir in Zukunft tun werden. Und in diese Unternehmenskultur ist eben eingeschrieben und auch dadurch wird es auch erklärbar, ja, wie Menschen sich verhalten, weil Kultur auch zeigt, welches Verhalten in einer Organisation belohnt und welches sanktioniert wird. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Es geht ganz oft um Belohnung und Sanktion, also die Frage tatsächlich danach, mit welchem Verhalten bin ich denn in dieser Organisation eigentlich erfolgreich? Eine Sache, die wir ganz oft haben, wenn es um Wandel geht, ja, dann wird immer gesagt, so jetzt machen wir mal alle auf Fehlerkultur und jetzt probieren wir mal was aus. Und das ist insofern nicht ganz einfach, weil wenn wir vorher eine Kultur hatten, dass Fehler machen, Experimente vielleicht sanktioniert worden sind, dann merken wir, dass es da eine ganz starke, einen ganz starken Widerstand auch gibt, ja, weil die Leute gemerkt haben, im Zweifelsfall fällt das irgendwie auf mich zurück und ich bekomme ein Problem damit. Gut. Also, was ich heute gerne jetzt, okay, ihr macht da einfach, okay, ich mache einfach mal weiter. Was ich heute gerne mit euch tun würde, ist, ich würde euch gerne so ein bisschen mit auf den Weg nehmen, den ich genommen habe seit Anfang des Jahres, wo ich mich konkret angefangen habe, mit Gewohnheiten, mit Habits auseinanderzusetzen. Ganz viel davon dockt natürlich an das an, womit ich mich seit Jahren beschäftige, aber gerade dieser Begriff von Kultur in Verbindung mit Gewohnheiten, Habits, Routinen, da werden wir auch noch drüber sprechen. Also tatsächlich die Frage, was gibt es denn da für uns zu verstehen, wenn wir auf Wandel in Organisationen gucken? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob... Ja, wir sind ein bisschen weiter. Okay, also, das haben wir gerade schon. Wenn wir über Wandel sprechen, dann merken wir, dass Wandel schwierig ist. Also wir haben, der Januar ist ja schon ein bisschen vorbei, aber wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir so um den Jahreswechsel rum ganz oft in so eine, ja, also in so eine Reflexion, ja, wir gucken dann irgendwie zurück und dann gucken wir uns an, wie war denn dieses Jahr überhaupt? Im Übrigen ist auch die Idee zu meiner Academy aus so einer Jahresreflexion entstanden. Und als wir dann angefangen haben, neue Formate auszuprobieren, ist das auch wiederum aus einer Jahresreflexion entstanden. Weil ich damals mir angeguckt habe, was arbeite ich denn eigentlich mit den Menschen in den Organisationen? Und irgendwann festgestellt habe, dass ich nicht so wirksam war, wie ich das gerne sein wollte. Und daraus ist dann diese Verknüpfung von analog und digital entstanden. Also das heißt, wir gucken gerne zurück, ja, und ganz oft ist es halt so, deswegen sind die Fitnessstudios im Januar auch am vollsten, weil wir eigentlich gerne uns Dinge vornehmen und dann gerne, keine Ahnung, schlanker oder schlauer oder was auch immer werden würden. Ich würde ganz gerne mal in die Runde fragen, vielleicht einfach nur mal so, versucht mal zu gucken, wenn wir jetzt mal, also dieses Jahr ist ja eh so ein bisschen crazy, aber wenn wir mal so in den Januar zurückschauen, gibt es Sachen, die ihr euch vorgenommen habt und gibt es vielleicht einen Neujahrsvorsatz, der euch gelungen ist, dauerhaft umzusetzen? Ja, also nicht nur im Januar ins Fitnessstudio, sondern vielleicht auch jetzt im August noch, ja. Okay, sehr cool. Ich wiederhole es nochmal für den Stream. Also da war gerade die Antwort, ich habe mir vorgenommen, weniger zu machen in 2020. Und bevor Corona kam, war es so, naja. Und dann mit Corona war es plötzlich ganz einfach. Oder einfacher, sagen wir es mal so. Mit Corona sind natürlich andere Themen dazugekommen, aber dieses Element der Krise, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ja, manchmal können Krisen uns auch helfen bei sowas. Gibt es noch eine andere Intuition oder einen anderen Gedanken dazu? Sachen, die ihr euch vorgenommen habt? Vielleicht auch, wo ihr sagt, nehme ich mir jedes Jahr vor, klappt nie, ja? Ich habe mir Gadget-Things dann angeschaut. Okay. Aber das hundertprozentige Adaptieren, also ich nutze es ein bisschen durch meinen Workflow, aber diese hundertprozentige Adaptation.
Okay, ich wiederhole es auch nochmal. Also Getting Things Done ist so eine Selbstorganisationsmethode. Die ist aber auch nicht ganz unkompliziert. Also ich glaube, dass es auch eine Reise ist da rein. Ja? Also ich glaube, wenn man sich das im Januar vornimmt, ist man wahrscheinlich im Februar nicht der Getting Things Done-Experte. Aber ja, es ist genau das. Ne? Also ich glaube, ganz oft sind solche Routinen und solche Gewohnheiten, die wir verändern wollen, sind auch Reisen natürlich. Ne? Also und das ist ja auch in der Organisation so, dass wir nicht irgendwie einen Schalter umlegen und uns dann verändert haben. Aber ja, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Okay. Wandel braucht Ausdauer. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal nach Zahlen geguckt. Also das ist natürlich mal so eine Frage mit solchen Statistiken. Aber das ist so ungefähr die Zahl, die ich häufiger gefunden habe. Also in dem Moment, wo Organisationen in solche Wandlungsprozesse reingehen, nur ungefähr 37% von diesen Veränderungsanstrengungen, die da angestoßen werden, führen am Ende zu einer, wie auch immer man das definiert, Erfolg. Ja? Das heißt im Umkehrschluss, dass über 60% von allen Veränderungen, die wir in Organisationen anstoßen, die irgendwo auf dem Weg versanden, verrotten. Ich weiß nicht mehr. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, also tatsächlich die Frage, wenn wir uns angucken, was da draußen in der Welt passiert, wie schnell sich die Märkte ändern, wie schnell sich Produkte ändern, wie schnell sich vielleicht auch ändert, was in unserem Mitbewerberumfeld unterwegs ist, wie schnell sich das Wissen ändert, das wir in den Organisationen brauchen. Ja, das heißt, wenn wir uns überlegen und dann sind es 60% aller Anstrengungen, die einfach so verpuffen, dann ist das eigentlich eine relativ dramatische Zahl, wie ich finde. Und auch da würde ich nochmal gerne reinhorchen bei euch, wenn ihr an eure eigene Arbeit denkt. Da gab es sicherlich einige Veränderungsanstrengungen, die angestoßen worden sind in diesem Jahr, sowieso im letzten Jahr vielleicht. Was hat funktioniert? Oder beziehungsweise, wenn ihr sagt, das haben wir schon 10-mal versucht bei uns im Unternehmen und hat immer nie geklappt, woran scheitern solche Anstrengungen? Habt ihr da eine Intuition? Ja. Mein Gefühl sagt mir, man will vielleicht häufig etwas ändern, man ist aber dann so im Tagesgeschäft gefangen, dass, also egal mit wem ich mich unterhalte, wir leisten alle in irgendeiner Form mehr Arbeit, dass dann einfach keine Zeit und kein Kopf mehr dafür ist, weil, das ist jetzt eine These, die Unternehmen erfahrungsgemäß von Quartalszahl zu Quartalszahl gucken und nicht schauen, wir müssen einen Step zurückgehen und die Vogelperspektive, dass unser Unternehmen in 10 Jahren auch noch besteht. Genau, tatsächlich die Frage, wir stoßen Veränderungen an. Ganz oft sind es Sachen, die bei den Menschen in den Organisationen noch so on top kommen. Wir machen noch so ein bisschen Change. Ja, und dann tatsächlich die Frage, haben wir eine Perspektive dafür oder nicht? Ja, und dann versandet das irgendwie so. Ist auch die Frage von, und da sind wir auch wieder bei Werten, was sind denn unsere Werte? Ja, sind unsere Werte halt irgendwie bestimmte Zahlen zu erreichen, bestimmte KPIs? Oder sind unsere Werte halt irgendwie andere sozusagen? Dass wir sagen, wir wollen halt ein bestimmtes Produkt, das einen bestimmten Impact hat oder so. Das ist ja auch ein Ziel, aber das können wir natürlich ganz anders messen. Okay, das war ein Zucken. Und das ist eigentlich keine große Sache, aber da hat man das Gefühl, dass selbst irgendwie 5, 6 Mitarbeiter schon so eine kritische Masse sind, dass man es einfach nicht hinkriegt. Und irgendwann ist es ja so, dass man auch nicht der sein will, der man mit Aroma und Zeigefinger dasteht und sagt, so jetzt sind die 5 Minuten aber vorbei. Und da bin ich echt so ein bisschen planlos, wie man das jetzt umsetzen soll, obwohl es wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Meetings verändern, ja. Meetings machen wir jeden Tag. Oder zumindest jede Woche ganz oft. Ja, und das ist eine überschaubare Anzahl an Menschen, die da zusammenkommt und trotzdem gelingt es uns nicht. Ja, warum? Was verändert sich, wenn wir Change, also wenn wir von großem Change in der Organisation sprechen? Da können sich verschiedene Dinge verändern. Wir können Prozesse und Abläufe verändern. Wir können Produkte und Zielgruppen verändern. Wir können Aus- und Fortbildung verändern und ich würde heute gerne mit euch gucken auf diese organisationalen Gewohnheiten und das ist eine perfekte Vorlage, die du mir gerade gegeben hast, weil warum fällt uns das so schwer, etwas zu verändern, was wir jeden Tag machen oder jede Woche oder auch jeden Monat von mir aus? Ja, da sind Gewohnheiten da. Ja, wir sind es halt gewöhnt, dass wir unsere Meetings auf eine bestimmte Art und Weise machen und wenn wir dann anfangen, das in Bewegung zu bringen, dann haben wir eine ganz große Haftreibung am Anfang. Ich hatte gesagt, ich habe einige, 3 Autoren, um genau zu sein. Der erste war, wie gesagt, BJ Fogg, den ich euch sehr empfehlen kann. Der zweite ist Charles Duhigg, das ist ein Journalist auch, der geschrieben hat das Buch, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt, The Power of Habit.
Und da geht es halt um persönliche, aber auch um organisationale Gewohnheiten. Und ich habe mal ein Zitat aus dem Buch mitgebracht, das ich mal kurz auf Deutsch übersetzen würde sozusagen. Also seiner Meinung nach ist es so, dass der größte Faktor, ja, und zwar mit Abstand der größte Faktor, warum organisationale Veränderungen scheitern, in diesem Scheitern liegt, dass es uns nicht gelingt, menschliche Gewohnheiten, Habits, Routinen zu verändern. Und er sagt, es geht gar nicht darum, ob wir eine gute Strategie haben, ob wir Pläne haben, ja, ob wir einen schönen Projektplan gemacht haben, ob wir ausreichend Budget haben. Ja, und Budget kann halt sein, entweder Geld natürlich, aber Budget kann eben auch Zeit sein, wie das, was Diana gerade meinte. Ja, wenn irgendwie das alles noch so on top oben drauf kommt, dann fangen natürlich irgendwann Sachen an, hinten runterzufallen. Und Dahik sagt, in case after case, everything was right. The strategy, the plans, the budget. But the people were not changing. Und das ist ein Punkt, so, also wie gesagt, wenn es einen Gedanken gibt, den ich mir wünsche, den ihr von heute mitnehmt, dann ist es tatsächlich dieser Gedanke, dass eben Organisationen die Summe von menschlichem Verhalten ist, von individuellen Einzelentscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und wenn wir nicht an diese einzelnen Menschen irgendwie rankommen, ja, und ihnen Lust auf diese Veränderung machen oder sie auch befähigen, diese Veränderung anzustoßen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch einen größeren Change-Prozess halt irgendwie umsetzen, relativ gering. Oder vermindert sich, sagen wir es mal so. Organisationen werden vor allem durch, so nennt er das, organisationale Gewohnheiten gesteuert. Und das sind Muster. Und diese Muster entstehen, indem all diese Individuen in der Organisation vermeintlich voneinander unabhängig täglich Entscheidungen treffen. Dutzende, keine Ahnung, Hunderte, je nachdem, wie man drauf schaut. Und das bedeutet, dass das, was in einer Organisation passiert, eine Summe aus all diesen kleinen Einzelentscheidungen ist. Und die am Ende ist dann das, was wir als Kultur wahrnehmen oder eben als organisationale Gewohnheit. Ich würde gerne noch mal einen Satz sagen zu dem Begriff Gewohnheit oder Habit. Wir werden gleich auch noch auf Routinen zu sprechen kommen. Ich verstehe darunter, und da bin ich auch ganz nah an Dahik dran, eine Routine, eine Praktik, die regelmäßig ausgeübt wird. Das heißt, Gewohnheiten sind nichts, was irgendwie so einmal passiert und dann machen wir das so. Sondern Gewohnheiten, das Besondere an Gewohnheiten ist, dass sie sich eben dadurch verfestigen, dass wir sie immer wieder wiederholen. Ja, dass wir sie immer wieder einüben. Und dann kommen wir in einem bestimmten Punkt, das ist eine Frage, wie unser Gehirn funktioniert, ja, dass wir versuchen, uns Sachen auch irgendwie dass wir versuchen, Energie zu sparen sozusagen. Das heißt, wir entwickeln solche Routinen und das machen wir ganz persönlich, ja, dass wir irgendwie auf Autopilot dann irgendwie Auto fahren zum Beispiel. Aber da geht es eben darum, dass wir solche Routinen entwickeln, um eben einen bestimmten Energieaufwand zu minimieren. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben oder auch ein paar hundert Mal, dann haben wir irgendwie irgendwann so eine Automatik, so eine automatische Antwort. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Situation haben, dann wird automatisch eine bestimmte Gewohnheit abgerufen bei uns. Und der erste Schritt, um diese Gewohnheiten zu verändern, ist, dass wir uns dieser Automatik bewusst werden. Da komme ich gleich zu. Also noch ein Zitat von Charles Duhigg. Diese Routinen sind das organisationale Gedächtnis. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz hier. Das heißt, die Organisation ist so, wie sie gestrickt ist, reproduziert sie diese Routinen natürlich auch immer wieder. Weil in dem Moment, wo ich diese Routine reproduziere, weiß ich, dass ich keine Sanktion zu erwarten habe. Weil ich diese Routine in der Organisation gelernt habe und dann eben auch, wenn ich mich an diese Routine halte und sie praktiziere, sie dadurch reproduziere, dann bin ich passgenau in dieser Organisation und habe keine Sanktionen zu befürchten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so gut funktioniert hat alles, ja, und das jetzt irgendwie 100 Leute in der ganzen Organisation oder von mir aus auch 500 Leute erlernt und eingeübt haben und das immer wieder reproduzieren, warum müssen wir diese Routinen denn dann eigentlich ändern? Es funktioniert doch. Ja, wir haben ein bestimmtes Muster, das abläuft, ja, und diese Aktion und Reaktion hat sich bewährt, also warum ändern? Cliffhanger erzähle ich gleich. Ja. Also die Antwort auf
Genau, das ist genau der Punkt. Wenn eine Organisation sich in einem luftleeren Raum befinden würde, dann würde das auch tatsächlich so sein. Ja, dann könnte man sagen, so Ursache, Wirkung, alles gut so, machen wir halt so. Aber das Problem ist oder die Herausforderung ist, und das ist halt das, was wir jetzt gerade sehen, dass eben die Geschwindigkeit, wie sich das außenrum verändert, ja, dass die Geschwindigkeit dieser Veränderung zunimmt, immer mehr Veränderungen in immer kürzerer Zeit. Und das ist eben die Krux daran, dass diese organisationalen Gewohnheiten die Vergangenheit vielleicht noch die Gegenwart widerspiegeln, aber sie uns nicht helfen, gute Muster für die Zukunft zu entwickeln. Ja, das heißt, es spiegelt immer wieder, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, und wir müssen aber eigentlich gucken, was braucht denn die Zukunft sozusagen. Genau, also wenn ich dich, ich weiß nicht, ob ich dich akustisch richtig verstanden habe, aber nee, alles gut, aber tatsächlich die Frage, ne, es ist nicht nur das, was sich außen um die Organisation drumherum verändert, sondern auch gute Anmerkungen und richtige Anmerkungen, es kommen natürlich auch Sachen in die Organisation rein, also mit Sachen meine ich Menschen natürlich, ja. Also ja, was daran dinglich ist, sind vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Überzeugungen oder so, vielleicht auch Routinen aus anderen Organisationen, ja, die irgendwie gut oder schlecht sein können, ja. Und das sind auch so Punkte, wo dann so Reibungen sich entwickeln natürlich. Ja, sehr gute Ergänzung. Das würde ich gerne ganz kurz machen. Jetzt kommt der dritte Mann, der sich mit Habits beschäftigt hat, James Clear. Und der sagt, wir haben 4 Stages of Habit. Das heißt, so eine Automation entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern sie braucht immer einen Trigger sozusagen, er nennt es Cue, also einen Auslöser. Und dann entsteht ein gewisser Sog. Ja? Also auf der persönlichen Ebene wäre das ein Craving oder ein Bedürfnis. Und dann wird unsere Antwort ausgelöst sozusagen und dann am Ende bekommen wir eine Belohnung. Das ist so ganz grob wäre das, wie er erklärt, wie halt diese Routinen bei uns ablaufen. Ich habe 2 Beispiele mitgebracht. Das eine ist, glaube ich, was wir alle kennen. Da wäre der Cue, also der Auslöser wäre, dass unser Telefon liegt neben uns und dann vibriert das. Und was machen wir? Ja? Und normalerweise ist es so, dass wir, gerade wenn wir auf Autopilot sind und es neben uns vibriert, dass wir dann danach greifen und gucken, wer uns geschrieben hat. Und dann ist die Response ist, dass wir eben danach greifen und diese Nachricht oder was auch immer da gekommen ist, lesen. Und dann eben der Reward ist diese Belohnung, so okay, jetzt ist meine Neugier befriedigt, jetzt weiß ich halt irgendwie, was los ist. Ja? Also das wäre eine sehr einfache Abfolge. Er hat noch ein Beispiel genannt, was noch simpler ist und was jetzt auch gar nicht, da muss man auch gar nicht irgendwie auf Smartphones schimpfen, sondern einfach ein Cue könnte auch sein, wir kommen in einen dunklen Raum, ja, und unser Craving ist, wir würden gerne was sehen. Ja, ich würde gerne sehen, was in dem Raum los ist. Das heißt, die Automation, die dann getriggert wird, die ausgelöst wird, ist, dass ich halt an der Seite nach dem Lichtschalter taste und Licht im Raum anmache. Und dann ist mein Reward, ist halt, yo, ich kann sehen, was im Raum los ist. Ja, also das ist eine ganz simple Abfolge, aber es ist tatsächlich so, dass BJ Fogg geht so weit, der ist Verhaltenspsychologe, glaube ich, also auf jeden Fall an der Uni, und der sagt, dass eigentlich all unser Verhalten ist durch solche konstanten Verhaltensloops. Ja, also in dem Moment, wo wir einen Reward haben, fängt es eigentlich gleich wieder vorne an. Und der sagt halt, dass eigentlich unser gesamtes Verhalten immer durch solche Habit-Loops geprägt ist. BJ Fogg geht auch noch ein bisschen weiter, weil natürlich das nicht komplett automatisch ist, sondern tatsächlich noch ein paar mehr Faktoren damit reinkommen. Und er nennt es dieses BMAT, so nennt er das. Also B steht für Behavior, das heißt, das ist die Handlung, die ausgelöst wird. Und wir haben, und es müssen verschiedene Dinge dazukommen, ob wir die Handlung dann tatsächlich ausführen oder nicht. Und er sagt, das ist M, Motivation, A ist Ability, und T sind dann halt die Trigger, also der Cue bei James Clear.
Und was bei BJ Fogg dann entsteht, ist so eine Action Line. Das heißt, nur wenn Motivation und Ability, also die Fähigkeit, diese Handlung auszuführen und auch die Motivation, sie tun zu wollen, ja, wenn das eben auf dieser Achse, auf einer bestimmten Stelle sozusagen ist, nur dann führen wir die Handlung auch tatsächlich aus. Das heißt, wenn ich eine hohe Motivation habe, ja, zum Beispiel, wenn ich eine hohe Motivation habe, so ich gehe jetzt auf die Bühne und singe euch jetzt hier eine Opernarie vor, ja, ich mega Bock drauf, ich möchte unbedingt für euch singen. Ja, ich werde es trotzdem nicht tun, keine Sorge, weil nämlich meine Ability ganz gering ist. Ja, ich kann es halt einfach nicht. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Tätigkeit oder eine Handlung ausübe, für die ich eine geringe Ability habe, also eine geringe Fähigkeit und eine geringe Motivation, kann ich hier eigentlich auch pointen? Seht ihr das? Ach genau, ne? Dann sind wir hier unten. Das heißt, ich habe eine geringe Motivation und ich habe eine geringe Fähigkeit, das zu tun. Das heißt, es liegt unterhalb dieser Action-Line. Das heißt, ich werde die Handlung wahrscheinlich nicht ausführen. Und auch wenn ich halt hier oben liege und sage, oh, ich möchte unbedingt für euch singen, aber ich kann es halt einfach nicht so, ja, werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Wohingegen natürlich, wenn unsere Motivation auf einem bestimmten Level ist und auch unsere Fähigkeit auf einem bestimmten Level, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas ausführen, ausüben, relativ hoch. Was bedeutet das für den organisationalen Kontext? Ein Beispiel ist, den ich selber mal erlebt habe, in einer Organisation, in der ich gearbeitet habe, da sollte eine neue Prozessbeschreibung eingeführt werden. Also es ging halt irgendwie darum, dass die Prozesse halt wirklich, also dass die verschiedenen Prozesse tagesaktuell halt niedergelegt werden. Das heißt, wenn sich irgendwo eine Änderung ergibt, dann hieß es halt, okay, jeder ist quasi verantwortlich. Wenn ihr merkt, da ist eine neue Absprache dazugekommen, dann ändert jeder von uns eigenverantwortlich diesen Prozess. Das heißt, wenn am nächsten Tag der nächste Kollege, die nächste Kollegin da drauf schaut und eben nicht bei der heutigen Absprache dabei war, kann sie trotzdem nachvollziehen, was hat sich denn gestern geändert. So, und jetzt kann man ausgehen, in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, war die Motivation, das halt irgendwie auszuführen und das immer so neben der Arbeit irgendwie aktuell zu halten und kurz Änderungen halt einzutragen, würde ich jetzt mal behaupten, war die Motivation relativ hoch. Das Problem ist aber gewesen, dass, um sich in dieses Dokument einzuloggen, man sich auf zwei verschiedenen, also man musste sich einloggen und dann nochmal einloggen. Und es führte dann dazu, dass halt die Motivation sank und ganz oft auch die Ability dann halt sank, weil man dann halt ganz oft, scheiße, muss ich noch einloggen, dann stimmt das Passwort wieder nicht und so. Ja, und das heißt, dass bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen dann halt diese Fähigkeit, das auszuführen, tatsächlich unterhalb dieser Action-Line halt fiel. Ja, also die Ability hat, also natürlich konnte das irgendwie jeder, das war jetzt kein Rocket Science, da dieses Dokument zu aktualisieren, aber die Motivation ist halt gesunken und manchmal war auch die Ability halt irgendwie nicht so richtig da, weil der Login dann halt nicht funktioniert hat, ja, und dann musste ich dann wiederum Zeit investieren, um dann halt irgendwie rauszufinden, woran es denn jetzt gerade lag und dann so im Tagesgeschäft mache ich später und dann ist es weggefallen. So, das heißt, wenn wir tatsächlich Menschen dazu bringen wollen, etwas zu tun oder sie dabei unterstützen wollen, etwas zu tun, dann müssen wir halt wirklich gucken, dann ist Motivation halt irgendwie so ein Hebel, an den wir ran können, aber natürlich auch immer die Fähigkeit, die wir ihnen mitbringen. Genau, und dann ist immer die Frage nach den Triggern, kommen wir auch gleich noch zu, also tatsächlich die Frage, was löst denn ein Verhalten in einer Organisation überhaupt aus? Gut. Das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Also wir haben jetzt verstanden, wie Verhalten in Organisationen ausgelöst wird auf der individuellen Ebene und das dann eben extrapoliert sozusagen auf ganz viele Menschen in einer Organisation. Wir wissen, dass Kultur ganz oft auch so diese Mannigfaltigkeit an individuellen Entscheidungen ist, die sich halt immer wieder wiederholt und perpetuiert und dadurch eben auch ihre eigene Existenzberechtigung immer wieder wiederholt. Und das ist auch ein Satz von Dahig, dass er sagt, um solche organisationalen Gewohnheiten, die halt irgendwie so eingebrannt sind bei uns, um die zu ändern, brauchen wir eine Krise zum Beispiel. Und auch das haben wir dieses Jahr gesehen. Als dann plötzlich die Krise kam, waren plötzlich Dinge möglich, von denen wir noch vor einem halben Jahr nicht gedacht haben, dass es tatsächlich möglich ist. Ja, plötzlich sind Leute ins Homeoffice gegangen, wo es immer hieß, wenn ihr ins Homeoffice geht, dann geht die Welt unter. Ja. Und plötzlich Krise und bam, waren die ganzen Leute im Homeoffice. Dann fing die Arbeit natürlich zuerst mal an. Ja? Dann ging es erst mal darum, wie machen wir denn diese Leute jetzt arbeitsfähig im Homeoffice? Wie passen wir unsere Strukturen an? Wie passen wir unsere Prozesse an?
In Klammern, wir wissen, okay, wir mussten natürlich auch ganz stark an unseren Gewohnheiten dann arbeiten. Ja. Aber tatsächlich die Sache, ja, was kann uns helfen, Gewohnheiten zu verändern? Krisen, ziemlich gutes Mittel, klappt meistens. Noch ein Zitat von Daheek, wo er auf dieses Krisending eingeht und er sagt, dass es auch eine Frage von Führung ist, diese Krisen tatsächlich auch zu kommunizieren und vielleicht auch eine gewisse Urgency, jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, also eine gewisse Notwendigkeit, dankeschön, eine gewisse Notwendigkeit da halt auch reinzulegen und zu sagen, das ist jetzt wirklich dringend und das müssen wir jetzt machen, um dann eben den Willen auch, ja, so dieses, den Willen an diese Muster ranzugehen in der Organisation und zu sagen, auch ich als Individuum habe das verstanden und sehe das als wichtig an, dass wir uns jetzt hier irgendwie, dass wir da reingehen und uns verändern. Was wir noch brauchen, um solche organisationalen Gewohnheiten zu verändern, ist, dass wir verstehen sollten, dass es einen Unterschied zwischen Zielen und Systemen gibt. Ich sehe das ganz oft, wenn es um Veränderungsprozesse geht, dass wir sehr stark, weil so sind wir auch sozialisiert, dass wir ganz stark das Bedürfnis haben, tatsächlich Ziele zu definieren. Ja? Und Ziele sind manchmal Zahlen, dass wir sagen, so und so, ja, den Umsatz wollen wir machen oder keine Ahnung. Aber ganz oft definieren wir so eine Zielbeschreibung. Ja? Also zum Beispiel, wir wollen ein selbstorganisiertes Unternehmen werden. Und dann gibt es natürlich ein paar Schritte, die wir dahin irgendwie gehen können. Aber, und da sind wir wieder bei Gewohnheiten, was wir manchmal vergessen ist, dass tatsächlich die Frage ist, dieses System, in dem wir diesen Prozess versuchen umzusetzen, unterstützt er das, was wir vorhaben oder nicht? Das ist also wirklich so dieser Unterschied zwischen Ziel und System, der ist hier ganz, ganz wichtig. Ziele beschreiben das Resultat, das wir erreichen wollen und das können wir für uns definieren. Ja, in manchen Organisationen, wir erinnern uns an Kultur und Werte, in manchen Organisationen wird das halt von oben vorgegeben und da wird gesagt, so machen wir das jetzt. In anderen Organisationen wird das miteinander erarbeitet. Und Systeme bieten uns eben einen Prozess an, mit dem wir uns diesen Zielen annähern können. Ja, also tatsächlich die Frage, wenn wir so ein System haben, welche Gewohnheiten sind denn da eingebrannt? Und unterstützen uns diese Gewohnheiten, diese Habits auf dem Weg dahin oder sind es eher hinderliche Habits? Und jetzt kommt, glaube ich, der langweiligste Punkt sozusagen. Also die Frage tatsächlich, was machen wir jetzt mit all dem, wenn es dann tatsächlich um Veränderung in der Organisation geht? Und ich kann dazu heute gar nicht allzu viel sagen. Was ich heute gerne mit euch machen wollte, ist, dass ich einfach nur so ein paar Impulse setze und euch mal ein paar Ideen mitgebe, wie man auf Handlung in einer Organisation schauen kann, wie man auf Veränderungsprozesse schauen kann, wie wir auf Hindernisse schauen können. Ja, warum gelingt es uns denn nicht, irgendwie zu sechst unser kleines wöchentliches Meeting zu verändern? Und ich würde euch ganz gerne mitgeben, dass ihr einfach so diese Idee, diesen Gedanken mitnehmt, was halt irgendwie Gewohnheiten sind, wie mächtig die sind, dass Gewohnheiten in aller Regel etwas sind, was halt irgendwie ausgelöst wird durch etwas. Also wir haben irgendwo einen Trigger und dann läuft das halt irgendwie ab. Und ich glaube, dass ein ganz mächtiger Hebel sein kann für echte Veränderungen in einer Organisation, ist tatsächlich, dass wir uns dieser Gewohnheiten bewusst werden. Das sind Reflexionsprozesse. Und das ist eigentlich das, wozu ich euch heute gerne einladen würde und wo ich auch an dieser Stelle gleich zu Ende bin. Also tatsächlich die Frage, dass ihr das mal in eure alltägliche Arbeitsbeobachtung mitnehmt und mal guckt, was machen denn diese Gewohnheiten eigentlich mit euch? Was machen die zwischen mir und meinen Kollegen? Wo laufen denn da irgendwelche Programme ab? Ich würde euch gerne noch ein Beispiel dazu zeigen, und zwar die Sicherheitskultur im Unternehmen. Einfach nur, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen man darauf schauen kann. Da haben wir wieder den Unterschied zwischen System und Regel. Also wir können halt Regeln, können wir halt irgendwie vorgeben. Ja, und können halt irgendwie sagen, so, das sind die Regeln, das ist halt die Sicherheitskultur bei uns im Unternehmen. Am anderen Ende des Kontinuums wäre dann eben zu sagen, wir würden gerne eine Kultur etablieren, in der die Menschen halt wirklich für diese Regeln halt irgendwie verinnerlicht haben und sich dafür verantwortlich fühlen. Ein Beispiel,
das Kaffee im Flur ausgeschüttet und da ist ein Kaffeefleck, 5 Leute rennen dran vorbei, die 6. Kollegin stürzt und bricht sich den Arm. So. Ja, und dann kann man darauf reagieren mit einer Regel und kann sagen, so, wenn ihr einen Kaffeefleck seht oder irgendeinen anderen Fleck, ja, dann geht ihr hin und wischt den auf. Das ist jetzt unsere Regel, das machen wir so. Oder eine andere Regel wäre, wir trinken nur an unseren Schreibtischen zum Beispiel. Ja, also, dass wir gar nicht da die Getränke groß hin und her tragen. Oder wir trinken nur in der Kaffeeküche oder was weiß ich. Und am anderen Ende dieses Kontinuums ist dann eben diese Haltung, dieser Wert irgendwie zu sagen, wir sind füreinander zuständig und schauen da halt irgendwie drauf. Und wir machen es uns zu einer Gewohnheit auf diesen Cue, ja, dieses ich sehe da den Fleck, dass der eine Handlung bei mir auslöst. Und die Handlung nicht ist, sozusagen dann weiterzulaufen und zu sagen, ach, da kommt eh in einer Stunde die Putzfrau wieder vorbei. Ich würde euch ganz gerne noch, jetzt komme ich nicht mehr weiter, genau, also das ist eine Sache, das würde ich euch gerne mitgeben, dass wir da halt, also das, da können wir auch, ich bin auch noch eine Weile hier, wir können auch gerne irgendwie im Nachgang noch in den Austausch gehen, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, also dass wir gehen natürlich nicht mit einer konkreten Handlungsempfehlung heute raus, ja, sondern was ich gerne möchte, ist, dass ich euch so einen Samen halt irgendwie mitgebe und dass ihr anfangt, auch über durch diese Brille Gewohnheiten und Habits, dass ihr da auch mal in eurer Organisation auf die Handlung und auf eure Strukturen und Prozesse schaut. Genau, und damit würde ich euch gerne einladen, es gibt auf meiner Seite /futurework, da könnt ihr euch die 3 Bücher von den 3 Herren als Buchempfehlungen zuschicken lassen. Und ich habe außerdem noch einen Habit-Tracker entworfen, wo man einfach so gucken kann, wenn man sich selber persönlich einen Vorsatz vornimmt, sozusagen, halte ich das durch die Woche durch oder nicht. Also auch wenn wir mit Gewohnheiten arbeiten, dann merken wir, dass wenn wir mit solchen Visualisierungen arbeiten, das auch was ist, was total sinnvoll und fruchtbar sein kann. Gut, Dankeschön.